Hallo und herzlich willkommen im Sportsfunk auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu NHL 21 zum BR Pro Mode. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Niederlage gegen Colorado versuchen wir heute einen weiteren Sieg zu Hause einzufahren. Mal schauen wir mal, ob uns dies gelingen wird. Aber ich würde sagen, wir starten hier gleich los. Verteidigung und Tor haben wir einen Vorteil. Und unsere Gegner haben einen Angriff und die Verteidigung aus Vorteilspunkt angezeigt. Wir müssen unseren ersten Platz verteidigen und schauen, dass wir in der Liga noch ohne Kämmer. So, gleich zu Spielbeginn sind wir wieder auf dem Eis. Ah, da wollte ich zu viel. Und ich bin im Season Mode drin gewesen. Oh, Ski angefangen, Ski angefangen. Simulieren wir noch Fuhren. Druck machen hast. Ziemlich schnell ist halt. Weil ob das mit den neuen Updates und war hat, was vor Porto rausgekommen ist. Jungs, kämpft schon, wir müssen wieder gewinnen. Der Schuss aber hat nicht zum Erfolg gebracht. Da sehe ich mal unseren Topstorger. So, jetzt hat. Ich möchte auf da mal wieder ein Tor schießen. Und dies geht es mir ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, wo da jetzt der Schuss. Hey Fans, don't forget.
signed jersey, which we will give away tonight. Auf geht's, zweites Drittel. So. Spielt irgendwer von irgendeinem Bier Pro Mode? Da würde mich interessieren, bei welcher Mannschaft seid ihr? Simuliert sie den nach vorn oder spielt sie es jedes Spiel? Oder sind wir zwei Spiele pro Video machen? Dann dauert halt das Video um die 40 Minuten. Da kriege ich jetzt sicherlich meinen Assist mit. So, was sagt jetzt der Stadionsprecher? Los Angeles Goal, scored by number 12, assisted by number 22. Jawohl. Time of the goal. Oh, Assist. Habe ich schon mal. Dann 2:0. Heute da sind wir wieder. Dann drücke ich wieder auf die scheiß Schüttertasten, wenn sie sein muss. Ja, das soll ich nicht. Eben. Über das wollte ich wieder hin. Sollte man zwei Spiele pro Video machen und dauern es halt dann statt 20 Minuten 40 Minuten. Würde ich das interessieren. Mir wundert's, dass er bis jetzt hat noch nicht uns da geholt hat, der Coach. So nach dem Motto, ey, wir müssen Druck machen, lasst es nicht mehr ins Spiel kommen. Ist schon mal gut, dass man erste Reihe spielt. Jetzt habe ich noch gut Center-Position und das allerbeste war, dass ich die Nummer 19 kriege. Weil besserer Spieler heißt besserer Vertrag. Besserer Vertrag heißt mehr Kohle. Mehr Kohle heißt, wir können uns mehr leisten. Anschlusstreffer. Das heißt, wir brauchen eine Antwort.
Herr Schurt. Schade, 43 Sekunden nur vor Ende. Oh, das siehst du halt mindestens. Ja. Zwei, drei gute Schüsse aufs Tor, meiner Meinung nach. Naja, unter die Top 10 sitzt bin ich nicht drin. Geht's. Jetzt ist mal aufpassen. Gastor leer. Ich wollte es nur mal wissen zum Schluss. Auch jetzt. Bist du gar nicht mehr in der? Und somit A2. Zu 1 Sieg zu Hause, meine lieben Sportsfreunde, nach einer Niederlage siegen wir. Na gut, wir haben das letzte Mal in der Overtime verloren. Wir haben das letzte Mal in der Overtime verloren und in der Overtime verlieren ist ja nicht so dramatisch. Dramatisch ist nur wegen den Punkten. Ein Star mit einem Tor und ein Assist. Nur mehr ein Star mit einem Tor und ein Assist. Und unseren Goalie. Also heißt es, wir haben drei Stars mit zwei Toren. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie weit das wir gekommen sind in der Division und in der Liga. All right, back to the phones we go. We've got just a few more minutes before we wrap things up. Let's get to Becky in Bayside. What was your take on this one? That was a track meet out there. That was fun to watch. It almost felt like Ach, we're creeping closer to the playoffs. And it's when the game's so fast that I think the rookie really stands out. Ah. We talk so much about how skilled he is as a skater, how fast Schuss. He is, but he can just perform so well too Wie when he uses his, so to his advantage when he has the puck on his stick and setting up his teammate, that one assist. I thought he had a stellar game. I thought he was just flying out there, and the whole team followed suit. Yeah, and not afraid to put him up in some of those matchups to where he has to be responsible in his own end, and I thought he passed that one with flying colors as okay. usual. And, you know, Carter. He Somebody still picks up at least an assist in this one. One so assist the offensive productivity, yeah. Productivity, say that three times fast, continues to shine for the kid in more of a mild form on this night, but hey, a win's a so win. So, neues Gespräch haben wir. Still fine in my books. All right, we're gonna wrap things up. That'll do it for the show. Let's take a look around the league and some of the final Wieder. Scores out there tonight. The Canucks were in tough with the Kings. Los Angeles taps into another gear and pick up the 2 points in the win. The Sharks had their hands full with the Golden Knights. Vegas pulverizes their opponents with a big offensive effort. The Hurricanes were on the road to take on the Islanders. The New so. York Islanders terrorized the opposition with a magical offensive display.
Don't even think about touching that dial or touching that button. We've got plenty more on the ice, and that's next. Ja, wegen der $200. Aber das ist schon viel, $200 für einen Museumsbesuch. Ja, vielleicht sind wir dann gerade allein drin. Dann ist er das. Achso, okay. Für alle $200, ja, dann. Dann schauen wir mal. Simulieren. Haben wir da schon Training? Nein, haben wir noch nicht. Dann mal simulieren bis zu den Admin der Eulers. Und dann schauen wir uns das mal. Spieler bearbeiten. Schauen wir uns zuerst einmal, wo liegen wir denn mit der Mannschaft? 32 Punkte auf dem ersten Platz. So viel Vorsprung haben wir gar nicht. Aber da werden wir schon ausbauen, hoffe ich, in den nächsten Folgen. Dann hier bleiben wir auch gleich. Da sehen wir gerade einen Punkt. Einen Punkt haben wir da gerade. Ah, ich schau ja bei den Spielen noch. Blöder Hund bin ich schon. 32 Punkte haben wir, 36 hat Toronto. Das heißt, wir zwar gewinnen, Toronto zwar verliert, kann man nach vorne hupfen. Gewaltig. So, wie schaut's da aus? Da bleibe ich auf dem vierten Platz. Da bleibe ich auf dem vierten Platz. Wie viele Punkte brauche ich denn? 25, 5 Punkte bin ich dahinter. Da müssen die unbedingt ein paar Tore schießen zum Fürchenkämmer. Aber macht ja nichts. Das war's. Meine lieben Sportsfreunde, für diese sportliche Folge, wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen da. Oder das eine, das andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier weitergeht mit dem HB aus der NHL, nichts mehr Neues verpasst wird. Und dann wünsche ich euch nur bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint, Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich mit dir draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.